Ein Willkommen zurück hier bei Pokémon Y und ich habe gerade eben gesehen, Spielzeit 79 Stunden. Mein lieber Scholli, also ich weiß nicht, ob ich das im letzten Part gesagt habe, keine Ahnung, vielleicht habe ich es gesagt, dann tut es mir leid, nur mich überrascht die Zahl so oder so immer wieder, weil wo bin ich jetzt? Beim 6. Arena-Leiter war ich ja, ne? Jetzt bin ich auf dem Weg zum 7. und 79 Stunden, also... Oh je, yeah. Also das ist echt viel, muss ich echt sagen. So, gut. Ja, im letzten Part waren wir hier, haben eigentlich mal zum ersten Mal einen Flugkampf gehabt. Und ja, nicht schlecht. Also mehr davon auf jeden Fall, ist eher selten. War das jetzt das zweite Mal, oder? Zweite Mal war das jetzt, wo ich das gesehen habe. Beim ersten Mal hatte ich leider kein Flug-Pokémon und jetzt hatte ich eins. Deswegen, ja... Und ich schlaf hier noch. Das gibt's doch gar nicht. Ey, Duokles regt mich langsam auf. Das ist so ein Kack-Pokémon irgendwie. Es schläft, es macht nichts, es macht wenig Damage. Oh, ich muss es echt hochleveln, auf so ein Niveau zu bringen, dass das wie meine anderen Pokémon sind, weil die sind jetzt alle 50 plus oder gerade mal auf die 15er Skala angekommen. Und das ist einfach unter 40 noch und das geht mal gar nicht. Deswegen ist das so ein bisschen, ja... Es nervt, es wird geschleppt und ja, das mag ich gar nicht. Deswegen muss ich unbedingt es leveln. Und es schläft noch immer, es schläft. Warum schläfst du so viel? Das kann doch nicht wahr sein, dass es so viel schläft. Und ich habe nichts zum, dass es aufwachen kann. Ne? Ich habe keine Pokéflöte, warum auch immer. Die hat mir jemand gestohlen oder hat er die wieder weggenommen. Ich habe das... Oh, jetzt endlich. Oh, er hat mich gehört, dass ich ein bisschen, ja... aggressiv unterwegs war. So, Heimzahlung, mein Freund. Ah, ich habe heute ein spannendes Thema vorbereitet. Und zwar, wie in jeder Edition kommt, ja, nach einem Jahr oder nach einer gewissen Zeit, sage ich am besten, auch eine Spezialedition. Man kennt das ja von anderen Editionen. Blau und Rot, dann kommt dann logisch auch Gelb. Und hier bei Pokémon Y und... X kommt dann wahrscheinlich Pokémon Z, ne? Ja, richtig gehört, Pokémon Z. Die einen haben davon schon was gehört, die anderen wiederum nicht. Und das wollte ich jetzt in diesem Video mal euch mal ein bisschen sagen, zeigen, was das mit Pokémon Z auf sich hat. Also, was für Infos und etc. Oh je, oh je, oh je. Ich krepiere gegen echt so ein Kackviech, oder? Kann das echt sein? Und ich bin sogar... drei Level höher als das Viech. Oh. Gut, ist ja auch nicht eine coole Kombination hier, was ich gerade mache, aber trotzdem. Später die, ja, zum Thema Pokémon Z, später. Nur so zur Info, ich will das jetzt nicht erwähnen. Ich will mich erstmal ein bisschen hier aufregen, weil mein Pokémon so scheiße gerade ist. Ja, die Attacke ist ja auch der Brüller, ne? Ja, kill mich jetzt. Kill mich doch. Kill mich jetzt. Ich will sterben. Jo. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 davon verbraucht. Und 4-mal nicht getroffen, glaube ich, ne? Ja, 4-mal nicht getroffen, ja. Ja, warum nicht? Ich kann einfach nichts machen. Ja, komm, kill mich doch. Kill mich doch. Ey, das Viech will mich einfach nicht killen. Das provoziert mich einfach so weiter, ne? So, jetzt endlich tot. Tschüss. Endlich Duokles down. Yeah. So, Weil ich so aggressiv jetzt bin, werde ich das auf jeden Fall mit einer Megastufe zerfleischen. So, es kann nicht sein, dass ich mich hier so lange aufhalte bei so einem wildes Pokémon einfach nur. Ne? Das ist ja nicht mal ein Trainerkampf oder so, es ist einfach ein wildes Pokémon da. So, Glurak. Mach was Gutes draus und vernichte es, dass es nie wiederkommt. Bevor ich jetzt in der Eisstadt wieder vorbeischaue, werde ich hier diesen Part mal die untere Umgebung mir mal anschauen. Und folgendes, noch eine kleine Info. Im letzten, vorletzten Part kam ich ja leider nicht an dieser Hotelruine durch. Lag daran, dass mir was gefehlt hat. Kein Gegenstand, kein materielles irgendwas, sondern eine Technik. Ich brauche eine Technik und zwar zwei Techniken sogar. Und zwar Inliner-Techniken. Man kann hier irgendwelche Inliner-Techniken erlernen in der Hauptstadt. Und die habe ich leider nicht drauf, ne? Und solange ich sie nicht drauf habe, lässt er mich auch nicht durch. Deswegen seid ihr, ich bin uncool und scheiße und auch alles drum und dran.
Und wenn ich es erlernt habe, lässt er mich auch durch. Das heißt, ich muss erstmal wieder in die Hauptstadt. Ne? Und da erstmal die Techniken erlernen. Wiederum, wenn er mich dann durchlässt, der Gegner, bringt er mir auch eine Technik bei, also eine neue. Nein! Ja, ist halt so. Kann man nichts dran ändern. Und das muss ich erstmal machen. Ich glaube, ich werde das im Offscreen machen, diese Techniken erlernen, weil ich weiß erstens gar nicht, wo in der Hauptstadt ja, dieser NPC dafür da ist. Wo ist der? Wo tümmelt er sich? Keine Ahnung. Ach, ich gehe wieder zurück. Bin ich ein Held. So, zurück. So, wie gesagt, ich werde mich in diesem Part hier mal ein bisschen auf der linken Seite befinden, weil hier war ich noch gar nicht, wie man sehen kann. So, okay, dann werde ich dich zum ersten Mal bekämpfen, mein Freund. Ja, das heißt auf jeden Fall erstmal die neuen Techniken erlernen, Inliner-Techniken, Rollerskates-Techniken, wie man die auch nennen will. Die brauche ich erstmal. Danke für den Tipp erstmal an den Abonnenten, also eigentlich mal jemand, der mir da helfen konnte. Weil ich war da echt ein bisschen verzweifelt, ich wusste echt nicht, was ich machen soll. Also, so, nein! So, nochmal. Flammenwurf. Gut. Ja, jetzt würde ich mal sagen, Thema Pokémon Z, also Z. Ja, viele wissen davon, andere wissen nichts davon. Ich selber weiß davon schon eine Weile, aber ich dachte erstmal, das ist ein Fake, weil ich so komische Screenshots gesehen habe mit, das Z sah irgendwie sehr komisch aus, richtig gefaked. Aber jetzt ist es irgendwie schon ein bisschen offiziell, also nicht richtig offiziell, aber schon in Richtung, es könnte sein, also mit Beweis-Screenshots vom Spiel, dass es verfügbar ist, dieses Pokémon, also das legendäre Pokémon Z auch und generell die Edition, ne? Ist ja aber auch logisch, dass nach Y und X Z kommt, was anderes ja, wäre ziemlich sinnlos. Weiterkämpfen. Hauptsache, ja, irgendwann kommt der, kommt diese Edition raus und ja, da wollte ich noch ein paar Informationen euch generell so, sag ich mal, mitliefern, was das jetzt, ja, was das für eine Edition ist, beziehungsweise wie das legendäre Pokémon heißt und etc. Auf jeden Fall heißt das legendäre Pokémon Zygrade und sieht wie eine Schlange aus, eine grüne, schwarze Schlange, hat die Form wie ein Z, ne, da kann man ja richtig gut, sag ich mal, das Z abbilden mit der Schlange. Und ja, es hat, ja, ist ja 718, also Pokémon im Pokédex, das Viech 718. Von den Attacken her, ich weiß nicht, ob die schon fest sind, aber ich habe hier so ein paar Infos, ein paar Screenshots, ich kann mich da ein bisschen richten. Ist hier was? Hallo? Wie, das kriegt man gar nicht hin, wenn man es möchte. So, da ist noch ein Trainerkampf. Ja, von den Techniken her, also Attacken, Drachentanz, Einrollen, Turbo-Tempo und Wutanfall. Das wären jetzt, sag ich mal, zur Zeit die bekannten ja, Attacken. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Das Viech selber sieht vom Design her aus, keine Ahnung, ich kann mich damit irgendwie nicht abfinden. Es sieht für mich irgendwie voll kacke aus. Also ganz ehrlich, dass das legendär ist, boah, ich weiß nicht. Dann sieht für mich Arbok viel besser aus. Als Schlange, sag ich mal. Weil das Viech ist ja wie eine Schlange und ja, sieht auch wie eine Schlange aus. Und Arbok ist da 100-mal besser. Aber das ist Geschmackssache, ne? Die einen finden es geil, die anderen nicht. Ist halt so. Und ja, die wichtigste News auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall let's playen, wenn das Spiel rauskommt. Das steht schon fest. Und ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Also das ist ja, wie gesagt, mein erstes... Ja, Schutz wirkt nicht mehr, nein. Erstes Pokémon-Projekt auch. Und ich fand es jetzt auch bis jetzt, sag ich mal, sehr spannend. Also jetzt hat Spaß gemacht, etc. alles. Und warum nicht? Dann werde ich mir auf jeden Fall mal Pokémon Z auch mal anschauen. Ja. Was jetzt meine Frage wäre, oder Fragen, was haltet ihr von Pokémon Z? Beziehungsweise könnt ihr ja nicht davon viel halten, aber wie findet ihr das legendäre Pokémon? Würde mich interessieren. Schreibt in den Kommentaren einfach hin. Und was habt ihr da noch für Informationen über die Edition? Vielleicht ungefähr, wann das rauskommt oder irgendwie, was ich jetzt nicht erwähnt habe oder sonst was, kann man ja in den Kommentaren, sag ich mal, eine kleine Diskussion anfangen. Ist ja auch nicht verkehrt. So, Feuerzahn für dich extra.
würde mich schon interessieren. Also ich selber habe so ein paar Eckdaten, die habe ich euch jetzt gesagt. Generell will ich jetzt mich auch nicht zu stark spoilern, euch auch nicht. Dafür mache ich vielleicht extra Parts, wo ich das dann extra sage. Das wäre auch sinnvoller, anstatt jedes Mal in so einer Folge, das heißt jedes Mal, das heißt das erste Mal, es zu verkünden, wäre es sinnvoller, so ein extra Part zu machen. Und das zieht sehr viel ab, gerade wie ich sehe, mein Freund. So. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt und hoffe mal auf eine geile Edition, ne? Ja, und wie man, ein anderes Thema ist jetzt, man sieht jetzt öfters bei mir, ich poste oder beziehungsweise lade nur eine Pokémon Y-Folge hoch. Liegt daran, dass ich generell auch noch ein anderes Projekt habe, das heißt Super Pokémon Ranger. Ab und zu mal lade ich die Folge hoch, das heißt, dann wird es sehr schwierig mit drei Folgen. Zwei Pokémon Y und einmal Rumble Pokémon, das sind dann drei Folgen und das ist leider fast nicht machbar. Und ja, deswegen teile ich mir das manchmal auf ein bisschen und ja, es passt eigentlich. Und bald kommt ein neues Projekt. Ja, heute haue ich ja sehr viel Information raus, merke ich gerade. Auf jeden Fall kommt ja bald ein neues Projekt raus. Das wäre das neue Zelda für den 3DS, das am 22. November rauskommt. Das heißt, nächste Woche Freitag kommt es raus und ich werde es auf jeden Fall let's playen auch, ne? Auf jeden Fall. Und ja, da bin ich auch mal ein bisschen gespannt, wie das sein wird und ja, alles drum und dran. Dann werde ich wahrscheinlich eine Pokémon-Folge rausbringen und eine Zelda-Folge. Und dann mache ich das vielleicht so, wenn ich pro Video, sage ich mal, ja, eine gute Bewertung bekommen habe, haue ich dann vielleicht noch einen dritten Part raus. Also pro Tag dann drei Parts, vielleicht zweimal Pokémon und einmal Zelda. Oder zweimal Zelda, einmal Pokémon. Hängt dann von euch ab, wie ihr Bock und Laune habt. Wenn ihr jetzt gut bewertet, werde ich auf jeden Fall, sage ich mal, mehr produzieren, aber solange bleibe ich dann auf diese Ebene 1 bis 2. Und ja, das hat nichts mit Like geil zu tun oder sonst was. Ich bin einfach nur geil auf Feedback. Ne? Das kann man schön sagen. Weil ohne Feedback kann man schlecht wissen, was man richtig oder falsch macht. Oder sonst was. Weil immerhin ist das ja, sag ich mal, mein erstes Projekt mit 3DS. Ne? Und da braucht man am Anfang sau viel Feedback, ne? Und wenn man keins bekommt, dann weiß man gar nicht, wo man steht. Und das ist das gerade das Problem. Deswegen sage ich mal, wenn es gut, ein gutes Feedback da ist und auch an alles, dann würde ich auch sagen, dann haue ich auch drei Parts raus. Dann produziere ich auch ein bisschen vor und dann haue ich auch den dritten Part raus. Das ist ja kein Problem. Nur dann brauche ich auch Feedback. Dann muss das halt alles passen, dass es alles im grünen Bereich ist. So, ja, auf jeden Fall. Die Zelda-Fans unter euch können dann gespannt sein. Es gibt ja zahlreiche Zelda-Fans. Ich selber bin, sag ich mal, so ein normaler Zelda-Fan. Also ich bin kein übertriebener Zelda-Fan, aber da der neue, ja komm, die neue Edition da würde mich dann schon sehr interessieren. So, kleine Dame, bleib mal stehen. So, ja, wie gesagt, nächste Woche Freitag geht's dann mit Zelda weiter. Ich werde das Zelda-Thema vielleicht noch im anderen Part nochmal ansprechen. In diesem Part wollte ich jetzt es nur jetzt noch grob sagen. Und das reicht dann auch schon. Joa, so, aber jetzt zurück hier zu Pokémon Y. Mein Glurak sieht etwas geschwächt aus. Vom langen Reden von mir hier ist es ziemlich, ja, K.O. geschlagen worden fast. Aber ich bin wieder da, Glurak, tut mir leid, dass es so ein bisschen lange gedauert hat, ne? So, zack, One-Hit. Ich komme zurück, nimm die beste Attacke raus und zack, ist es schon weg, das Viech. So muss das sein. Pikachu reicht 47. Möchtest du Pokémon wechseln? Nein, möchte ich nicht. Ah, das ist ein Feen-Pokémon. Das ist, also, Feen plus noch irgendwas. Ich weiß jetzt nicht was. Ich glaube Boden, oder? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Hauptsache, haben sich viele Sachen verändert. Finde ich sehr gut, auf jeden Fall. Dann hat man ja diesen Überraschungseffekt, ne? Den man eigentlich brauchen muss im Spiel. Weil wenn man alles weiß und jeden Mist kennt, dann macht das einfach keinen Spaß. Deswegen laufe ich öfters blind in eine Falle rein oder generell informiere ich mich nicht so gut. Es liegt auch daran, dass ich mich einfach mal überraschen möchte, ne? Weil es wäre doch viel, viel zu langweilig, um jeden Mist
also jeden Mist zu kennenlernen. Das ist irgendwie das, das bockt dann irgendwie nicht. Oh, hier geht's dann weiter. Ich will da jetzt gar nicht durch. Ich will erstmal hier alles abchecken. Deswegen öfters mal so blind loslegen ist ja auch nicht verkehrt. Was ist das für eine Route hier? Die zweigt sich ja richtig ab. Ganz oben rechts geht's in so ein Eisgebiet. Hier unten links geht's dann, was weiß ich wohin. Ich müsste mir mal gleich mal die Karte anschauen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. So, das ist eine sehr schlechte Kombination, wie ich gerade sehe. Aber trotzdem versuche ich mein Glück. Ah, Mist. Fast. Komm. Ja, ja. Ja, perfekt. Das wollte ich, das war geplant, ne? Ist ja klar. Das ist sowas von geplant gewesen und ja, hat auch funktioniert. Das kann man machen, wenn man, sag ich mal, 20 oder 15 Level über das Viech ist, dann passt das einfach. In diesem Fall wäre das 14. So. Ja, 14 Level über ihn. Das, dann klappt das halt einfach. Ach komm, einmal geht. Unbedingt dran denken, Sakati S, dass ich im Pokémon Center mal Sachen kaufen soll. Hypertrank etc. Schutz auch. Oh, ist sehr effektiv, aber zieht leider nicht viel ab, mein Freund. So. Oh, ich muss echt ins Pokémon Center. Ich kann Flammenwurf nicht mal einsetzen. Ja, ja, ja. So. Zertrümmerer. Bäm. Und tschüss. Schönen Tag noch, mein Freund. Das war's, oder? Er hatte drei oder zwei? Ne, zwei Viecher, glaube ich. Ich glaube zwei. Ja. Passt. Das sieht hier so stark nach. Nach einer neuen Angel aus. Dass man hier irgendeine neue Angel bekommt. Von irgendjemandem. Ich weiß jetzt nicht von wem oder was. Aber ich denke mal, hier bekommt man auch eine neue Angel. Wenn ich mich nicht irre. Wäre nicht umsonst hier so viele Angler unterwegs. So. Glurak, sollen wir mal. Ah, ne, ein Pokémon. Doch, komm. Ich habe jetzt keine starke Attacke mehr, nur Feuerzahn. Ich greife den echt ganz an den Feuerattacken ein. Das ist eigentlich voll Fail, aber okay. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. So, Glurak, jetzt zeig es. Dass es auch mit Feuer geht. Ja, jetzt sieht es schon ein bisschen enger aus. Da. Komm. Ich wechsle mal das Pokémon aus. Muss ja nicht sein. Ich setze mal Pisaflor ein. So, mein Freund Pisaflor. Let's go. Bam. So. Ja, komm. Gut, jetzt setze ich mal Blättertanz ein. Und dann wäre es eigentlich schon tot, oder? Ja. Das reicht aus. Sehr schön. Gut, Glura kriegt ja auch Erfahrungspunkte, ist ja klar. Passt. Jo, gibt es hier noch was zu holen? Also, da oben ist noch ein Trainerkampf. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. In diesem Haus muss ich mal vorbeischauen. Da kriege ich bestimmt eine Angel. Also vermute ich. Wer nicht angelt, angelt nicht. Und wer angelt, angelt doch. So, zwei Pokémon. Ich glaube, das wäre auch der letzte Kampf für diesen Part. Was ist das für ein Viech? Kenne ich gar nicht. Okay. So. Ja komm, das ist jetzt schlecht. Ich will ja jetzt nicht die ganze Zeit mit einem Feuer-Pokémon hier kämpfen. Irgendwann geht's schief. Ich setz mal Bio ein. Lura, komm zurück. Bio, ab in den Kampf. Hallo, Bio. Ja, komm, noch 10-mal an meinen kleinen Kopf kauen. Dann passt es halt. So, Mondgewalt. Joa, One-Hit, perfekt. Gut, der hat zwei Viecher gehabt, oder? Will ich mich nicht da jetzt irre. Zweimal, oder? Nee. So, noch eins.
dasselbe. So, nochmal für dich extra. Es ist irgendwie schneller, es greift sofort an. Und ich habe da, sag ich mal, ein bisschen Schwierigkeiten, sofort anzugreifen, wie ich sehe. So, 38, das ist gar nichts. Und das ist perfekt. Gut, auch erledigt. Sehr schön. So kann es auch gehen. Danke, danke. Ja, ja, mach's gut. Joa, da würde ich mal sagen, auf jeden Fall mache ich jetzt mal erstmal einen Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Dann werden wir uns die Angel uns holen, weil ich vermute, hier ist eine Angel irgendwo. Und dann gehen wir, ja, jetzt ist die Frage, ob ich jetzt hier links weitergehe, zu diesem einen Ausgang hier unten. Weil da geht es bestimmt zu der nächsten Stadt. Oder ich, hier, oder ich laufe doch oben rechts zu dieser Winterstadt, Eisstadt oder sonst was, wo man mit diesem Professor Platan gesprochen hat, wegen diesen legendären Pokémon da. Aber mal gucken, da muss ich mir echt mal überlegen, wo lang ich gehe. Ich denke mal eher rechts als hier links, aber okay. Ja, wie gesagt, schön bewerten das Video. Und ja, falls das Video gut war, Daumen hoch und dann bis zur nächsten Folge. Euer Sakatiès.